Bevor es losgeht, legt ihr euch folgende Materialien bereit. Ein Maßband, Zettel und Stift, Klebeband, um eine Markierung zu setzen, Leckerchen, um den Hund bei Zeiten zu belohnen. Für zappelige Hunde hat es sich bewährt, eine Schleckmatte zu nehmen, damit sie ruhig stehen. Um euren Hund zu vermessen, braucht ihr Zeit. Je geduldiger und ruhiger ihr seid, umso kooperativer wird euer Hund sein. Wenn euer Hund ruhig, entspannt und gerade steht, bekommt ihr das beste Ergebnis für einen passenden Mantel. Bei Hunden mit kurzem oder sehr glattem Fell wird das Maßband körperanliegend geführt. Zu diesen Rassen gehören beispielsweise Dobermänner, Irish Setter, französische Bulldoggen, aber auch Labradore. Bei Hunden mit langem und sehr dichtem Fell wird das Fell an den Körper gedrückt und darüber liegend gemessen, denn das Fell muss ja später mit in den Hoodie passen. Das gilt beispielsweise für den Australian Shepherd, den Border Collie, aber auch für alle Arten von Spitzen. Ihr ermittelt die genauen Angaben, ohne Zentimeter hinzuzufügen. Das übernehme später ich. Um A zu messen, ermittle ich als erstes die Position der Schulterblätter. Dafür gehe ich die Vorderbeine entlang aufwärts, wo sie sich am Rücken treffen, und setze meine Markierung, die ich später noch brauche. Da lege ich das Maßband an und messe körpernah bis zum Brustbein. Das Brustbein befindet sich auf der Mitte der Brust. Bei manchen Hunden kann man das nicht gut fühlen. Dann nehmt die Brustmitte als Markierung. Um die Rückenlänge bei einem Hund mit Hängerute zu messen, setze ich das Maßband wieder an meiner Markierung an und führe es über den Rücken bis zur Rutenwurzel. Um den Mantel ein bisschen länger zu haben, können wir 2 cm dazu nehmen, dass der Mantel auf der Rute sitzt. Um die Rückenlänge bei einem Hund mit einer Stehrute zu ermitteln, brauchen wir 2 Werte, B1 und B2. Wir setzen das Maßband an der Markierung an und messen nur bis zur Rutenwurzel, auf keinen Fall länger. Danach ziehen wir das Maßband über den Rücken in einer geraden Linie hinaus, bis es auf einer Linie mit den Pobacken ist. Das hat den Effekt, dass der Mantel eine Einkerbung hat, aber auch mit den Pobacken abschließt. Um C zu messen, lege ich das Maßband aufs Brustbein und ziehe es durch die Vorderbeine bis auf den Bauch. Bei den Rüden bitte ein paar Zentimeter Abstand bis zum Penis lassen. An meinem Endpunkt von C lege ich das Maßband um die Taille und ermittle den Wert E. Um den Wert D zu messen, lege ich das Maßband um die Brust des Hundes. Ich beachte, dass ich nicht direkt hinter den Vorderbeinen bin, sondern unbedingt die breiteste Stelle messe. Ja, ist, so weit vorne nee, alles gut. Okay.
Warte, ich stell den Hund mal eben richtig hin. Steh! Ja! Und steh! Fein! Warte, ich muss noch mal kurz überlegen. Ja, ja. Auf die Mitte der Brust und ziehe es durch den Nochmal. Und führe es zwischen den Vorderbeinen durch auf den Bauch. Sieht man das Maßband überhaupt? Ja, ja. Ach, dann mache ich noch mal. E. 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 Okay. Mach mal kurz Stopp. Dafür brauche ich wieder meine Markierung, die ich für A gesetzt habe. Mein Maßband ist weg. Wir müssen nochmal anfangen. Für Hunde mit hängender Rute. Päuschen, Tim. Stopp.